dass es die Haupttür hier ist, ist ganz schlecht verteidigt. Aber die Magnum wird das alles reißen, ist okay. Also, Plan, gelbe Blüten suchen, Lehm suchen. Ich hab die Schaufel hier gelassen, richtig. Richtig. Mach ich irgendwann später. Also nur gelbe Blümchen suchen. Und vielleicht das ein oder andere Reh töten. Und weil ich es kann, töte ich auch ein paar Zombies. Ah, ist das schön. So lange hat es gebraucht. 3 Wochen. Aber ich hatte wahrscheinlich auch Pech, was jetzt die Waffen angeht. Habe ich die Häuser hier schon geplündert? Das sieht nicht so aus, ne? Ganz viel Metallzeugs. Blei ist gut für die Munition. Das ist gut für gar nichts. Papier soll für die richtige Shotgun-Munition sein, wie es früher auch mal war. Vor den ganzen Patchen. Wasser kann mit. Auch wenn es jetzt nicht so super duper sinnvoll ist, weil ich es halt recht schnell selber herstellen kann. Und da ist das erste Fleisch. Auch wenn es wahrscheinlich wesentlich einfacher wäre, das Reh zu suchen, das nicht mehr Fleisch kann. Oh, gern. Allein dafür hat es sich schon gelohnt, hier zu kommen. Oh, und wir nehmen Bücherregal da. Bitte das Lederrezept, bitte das Lederrezept, bitte das Lederrezept. Pistolenbuch. Assemble, Repair and Augment 9mm Pistols. Sehr, sehr schön. Wobei ich jetzt allerdings nicht weiß, warum ich eine... So. Warum ich eine Pistole nutzen sollte, wenn ich eine Magnum nutzen kann. Also ja, eine Pistole, eine reguläre, wird mehr Schuss haben. Weil eine Magnum ist halt ein Revolver mit, ne, eine Trommel, wo 6 Schuss drin sind. Und eine Pistole hat halt ein Magazin unten, was wesentlich mehr haben kann. 10 oder 12 haben wir schon. 10 oder 12. Also ich glaube, 8, 10 oder 12 sind so die regulären Sachen. Aber ich denke, die Magnum wird einfach... Was? Komischer Chaos. Die Magnum wird einfach mehr Schaden machen als die andere normale Pistole. Wobei das ja auch von der Qualität abhängt. Und ich habe ziemlich viele Pistolenteile. Gucke ich mir aber gleich mal an. Wenn die Nacht einbricht und die Horde näher rückt, habe ich eh nicht mehr so viel anderes zu tun. Dann kann ich auch Pistolen basteln. Gelbe Blümchen und alles, was lebt und wir töten können für Fleisch. Da geht schon wieder Richtung Basis, da wird nichts Lebendiges mehr sein. Die werden sich alle von der Basis fernhalten, weil die komisch riecht. Wie den Ärzten. Toten Zombies natürlich. So, du da lang. Oh. Oh, wie gut die Ambus jetzt ist mit Stahlbolzen. Die hat schon mal kein Fadenkreuz im Sniper-Modus. Das haben, glaube ich, alle Waffen gar nicht, ne? Ja, ich muss nur halt genau da zielen, wo das Metallstück ist. Wozu ich nicht wirklich in der Lage zu sein scheinen. Oder wackelt am Kopf einfach zu viel. Jo, schießt irgendwie noch zu viel daneben. Aber es wird daran liegen, dass ich mich ja nicht an die Waffe gewöhnt habe. Also wo das Projektil wirklich landet. Je nachdem, wo man hin zielt. Das ist noch ein bisschen verquer bei mir. Also ich weiß nicht, ob ich höher ziehen muss oder weiter runter. Hm? Werde ich mir in der Zeit dran gewöhnen. Das Haus, das sieht einsam aus. Waren wir da schon? Ja, garantiert.
Hey du da, bist du eine Krankenschwester? Nee. War schon tot, oder? Ja, also wenn es sitzt, macht es irre viel Schaden. Entsprechend dem Bogen, wenn nicht sogar mehr. Aber erstmal treffen halt. So Torso-Treffer kriege ich hin, dann brauche ich aber halt doppelt so viele Schüsse. Und das ist gar nicht so gewesen. Frage ist jetzt nur, kann ich nicht einfach alles mit der Magma machen? Weil alle Teile, ja, okay, nee, Blei und Messing kriege ich nicht so häufig, weil wir noch keinen Blei und Messing in der Mine gefunden haben. Das ist ein stimmiges Argument, ja. Also ich sollte jetzt nicht auf Schweine und Rehe mit einer Magnum unbedingt schießen. Ja, wir stinken. Hier. Gibt es noch irgendwas, was man nur kaufen kann und nicht trainieren? Die Rüstungsskills sollte ich wahrscheinlich steigern. Shotguns, du mal. Oh, gibt es einen Magnum-Skill? Nein. Archery, Blade Weapons, Blunt Weapons. Pistols. Doom More Damage with Handguns. Hab ich schon 4, aber ich habe sehr viele Punkte. Das heißt, ich kann irgendwann mit einer Magnum oder einer Pistole auch einfach auf den Torso schießen und das ist ein One-Hit. Das wäre sehr... Oh, Science, was machst du? Craft Medical, Chemical, Mechanical and Trap Items faster and better quality. So. Tue ich noch nicht besonders häufig. Okay. Scavenging habe ich schon. Quality Joe habe ich schon. Hier, Pistol. Pistol. Level 19. Das sollte gut abgehen. Komm her. Wie läuft das eigentlich, wenn ich jetzt eine Farm machen würde mit den Golden Rods? Wenn ich dich verarbeite, kommen da 1 oder 2 Seeds raus? Wow, es kommen viel mehr Seeds raus. Okay. Da wird gleich eine Mini-Farm angelegt. Aber erstmal irgendwas Fleischartiges suchen. Denn ich würde mein Wellness gerne noch höher treiben. Schweinchen. Zickenhöhe hätte sein müssen. Was? Ja, da werden auch die Bolzen nehmen und runtergehen. Ich schleich mich einfach mal ran und hoffe, dass er nicht zu sehr anders hin trippelt. Wobei Schweine sind lahm. Vielleicht mit dem Reh. Doch, die Magnum oder den Vorschlaghammer. Okay, es geht auch damit. Nimm das Messer, das ich Gott sei Dank doch mitgenommen habe. Cloth Fragment kann weg. Du. Ja, die Sonnenbrille ist wesentlich besser als die Schweißerbrille hier. Ja, Pilotenbrille soll das sein. Hm? Okay. Manch. Ich lass mal dich da. Okay, da ist ein Bär. Bär ist doch genauso richtig wie der Magnum, ne? Okay, erstmal darf der Bär die ganzen Zombies töten, das ist völlig in Ordnung. Oh. Ich wollte nur so ein bisschen reinhalten, dass er gleich stinkig wird, nur weil er auf ihn schieße. Naheliegend, ja.
Okay, du. Kannst du ein komisches Essen da sehen? Oh. Damit. Nein. Wo ist der Bär? Da ist der Bär. Nein. Tut mir leid, Bärenleiche. Ich wollte eigentlich so machen. Oh nein. Und da ich jetzt mit der Magnum jetzt nochmal raufgehalten habe, ist die Durability von der Leiche sehr runtergegangen und deswegen gab es jetzt kaum Loot. Das heißt, wenn man einen totalen Overkill auf irgendein Tier macht, kriegt man auch weniger Beute. Raus, Overkill. Zack. Das sollte jetzt genug Fleisch sein für, keine Ahnung, 2 Wochen lang Essen. Und entsprechend Durability. Wellness. Das heißt, ich könnte jetzt schon nach Hause und den Rest des Tages damit verbringen, mich einzubunkern. Ja. Ich könnte nochmal gucken. Also früher bekam man ja aus den Lampen zum Beispiel Schrott raus. Also Messing zum Beispiel und aus Türknaufen und dergleichen. Das haben sie jetzt gefixt, richtig? Ich scrap dich mal. Ne, gib nur Eisen. Oh, die Mann, sehr gut. Kannst du vielleicht die ganze Hausmannskost essen? Und hier drin waren wir schon. Okay. Ab nach Hause, das Rumgelaufen hier bringt nichts. Da lang. Das heißt, es werden nur ein paar Spikes gebaut. Es wird der Umlauf oben, von dem ich runterschießen will, weitergebaut, damit ich auch auf die andere Tür runtertackern kann. Dann wird das Inventar ausgemistet und wir warten auf die Horde. Und wenn die Horde dann überstanden ist, wobei ich da recht zuversichtlich bin, wegen der Magnum halt, dann muss ich gucken, was ich in der nächsten Woche mache. Dass ich dann vielleicht endlich mal die große eigene Basis anfange. Wobei es wahrscheinlicher ist, dass ich mich erstmal hier überall weiter umgucke, dass ich noch eine zweite Stadt finde. Wobei die Stadt an sich ja schon verlockend ist zum Erforschen. Also den Bunker als temporäres Lager nutzen und dann die Stadt auseinandernehmen und gar nicht erst eine neue eigene tolle Festung bauen. Bin mir noch sehr unentschlossen bei sehr vielen Sachen, was das angeht. Aber Hauptsache jetzt erstmal die Horde überleben und wenn ich hier drin bin, jetzt gutes Essen herstellen. Also das, was durstig macht. Weil wenn es durstig macht, können wir wieder mehr Golden Rod Tee trinken und das ist wieder noch mehr Wellness. Muhahaha. Da. Genau, ja. So, du. Nicht auf dem Feuer stehen, das kann schmerzhaft werden. Schluck. Charred Meat war das. Nee, Grilled Meat. 21 Stück. Das wird echt eine ganze Weile reichen. Okay, das ist also eine Arbeit. Bio, Bio, Bio. Bio. Bio, Bio, Bio. Ich werde noch einen kleinen Trip machen und Lehm holen. Alles ist so ein bisschen peinlich. Ich habe noch mehr als genug Zeit. Das sollte also okay sein. Heißt, die Schaufel, die ich hier irgendwo weggesperrt habe, kommt mit. Munition hier bleibt. Ja, ich habe nur einen Stahl-Crossbow. Bolt, wie viele Pfeile habe ich hier noch? Wie viele Federn? 13. Das Augen offen halten nach neuen Federn. Die Crossbow Bowl Max Go. Rest die Sachen wieder wegsortieren. Und die Brille kann auch weg. Zusammen euch. Okay. Also. Nächste Folge gehe ich nochmal kurz schaufeln.
Und dann die darauffolgenden Folgen Vorbereitung auf die Horde. Also bis gleich.